Hallo, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play City Skylines. An mir, muss ich gestehen, ist das Spiel damals komplett vorbeigegangen. Ich hatte mir damals SimCity geholt und war erst begeistert und dann ziemlich enttäuscht, weil, ich meine, das ist jetzt ja kein Geheimnis mehr, dass die Karten bei SimCity so dermaßen klein waren, dass man ab einem gewissen Punkt eigentlich gar nicht mehr spielen konnte. City Skylines ist dann irgendwie an mir vorbeigegangen und ich habe es jetzt letztens durch Zufall entdeckt, durch das neue Add-on City Skylines Mass Transit. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen, eine neue Stadt zu bauen und ihr könnt mich ja begleiten und könnt mir auch gerne Tipps geben, weil der Profi bin ich jetzt noch nicht. Ich habe schon mal ein bisschen jetzt gespielt und mir auch ein paar Sachen auf YouTube angeguckt, aber klar, wenn man das jetzt schon irgendwie Monate und Jahre gespielt hat, weiß wahrscheinlich viele Dinge oder macht nicht die gleichen Fehler, die ich machen würde. Ich hatte mir jetzt schon eine Karte ausgesucht und zwar wäre das Inseln. Einfach weil ich sie sehr interessant finde, weil sie halt einmal die Flussläufe hat, dann Küste, aber auch Landflächen. Und genau, deswegen würde ich sagen, beginnen wir einfach mal. Es lädt dann natürlich erstmal. Und ich habe auch selber gemerkt, dass es halt ziemlichen Spaß macht, auch mal anderen Leuten zuzugucken, wie sie die Städte bauen. Jeder geht an das Thema anders ran und baut andere Städte oder sieht andere Dinge und das ist halt immer total spannend, gerade bei so einem freien Spiel wie City Skylines, wo es keine vorgegebene Geschichte gibt, ist sowas eigentlich immer super spannend. Ja, und falls ihr auch im Hintergrund ab und zu Geräusche hören solltet, auch in normalen Städten findet Städtebau statt. So, wunderbar. Straßenbau. Bauen Sie Straßen zur Erweiterung Ihrer Stadt. Wählen Sie einen Straßentyp und ziehen Sie eine Straße, indem Sie mit der linken Maustaste einen Anfangs- und einen Endpunkt festlegen. Beenden Sie den Bau einer Straße per Klick mit der rechten Maustaste. Okay, wird gemacht. Dann würde ich sagen, beginnen wir erstmal mit dem Straßenbau. Ganz zu Anfang hatten wir ja nicht so viele Straßen zur Auswahl. Ich habe allerdings jetzt online gesehen, dass es sinnvoll ist, am Anfang eine Art Kreisverkehr zu machen. Insofern werde ich mal mein Glück versuchen, sowas zu bauen. So, dann das mal zumachen. Ich werde jetzt erstmal versuchen, eine Art Kreisverkehr zu bauen. Ja, so ganz verstanden, muss ich gestehen. Ach, das wollte ich jetzt nicht. Habe ich das Straßenbautool jetzt noch nicht. Aber ich glaube, man muss immer erst die Entfernung angeben. Und dann die Kurve. Ah, okay, so geht's. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, dann wieder die Entfernung angeben. Das war ja ungefähr so. Und die Kurve. Und wieder die Entfernung. Und die Kurve. Okay, ist glaube ich jetzt eher ein Eilverkehr, aber ich denke mal für den Anfang wird es reichen. Und man wird das sicherlich hinterher noch ein bisschen aufbessern können. Dann mit einer Straße einmal in den Kreisverkehr. Anvisieren, ja. Und einmal Einbahnstraße rein. Okay, das ist jetzt nicht schön, aber es wird funktionieren. Und dasselbe auf der anderen Seite mit einer Einbahnstraße raus. So. Und hier rum geht das? Ne, es geht leider noch nicht, aber so müsste es. Okay, das ist jetzt schon sehr schräg, ich versuche es mit dem Geraden. Okay, so müsste es klappen. Okay, das ist jetzt nicht schön, aber ich denke mal, für den Anfang wird es reichen. Man wird es ja hinterher auch nochmal alles abändern. Und ja, ich würde jetzt erstmal mit Straßenanbau anfangen, sodass wir auch ein bisschen ein wenig Stadt bauen können. Im Amerikanischen macht man es sehr, sehr eckig. Ich werde es jetzt erstmal versuchen, ein bisschen rund zu machen und dann im späteren Verlauf auch ein wenig eckig werden. Man kann ja auch auf dem Gelände, man hat ja glaube ich relativ viel Platz, auch relativ viele verschiedene Typen. Mit dem freien Tool macht man jetzt erstmal so palmenmäßig ein paar Straßen hiervon ab. Geht es einfach mal so ein bisschen in die Walachei. Einmal so rum, so rum, so rum. So rum, das muss ja auch alles nicht perfekt sein, weil Städte entwickeln sich ja auch organisch und da gibt es halt auch viele Kurven. Und dann würde ich nochmal in die andere Richtung gehen. Einmal so rum, so rum, so rum, so rum und so rum. Und dann und würde jetzt versuchen, die Sachen zu füllen. Und möglichst so, dass man auch nicht viel Bauplatz verschwendet. Gerade am Anfang haben wir noch nicht so viel Platz und den würde ich dann schon gerne füllen wollen.
Na gut, komme ich einfach mal hier vorne gerade dran. Und dann würde ich einmal so rum und auch etwas geradeaus und das erstmal so lassen. Und auf der anderen Seite würde ich einmal so eine Straße rein. So, ein bisschen hier dran. Einmal hier rein. Ein wenig dem Verlauf folgen. Vielleicht erstmal so lassen. Man kann ja auch gleich noch Parks reinbauen und andere Sachen. Wenn man Sachen zur Möglichkeit hat, am Anfang braucht man auf jeden Fall auch eine Stromversorgung. Dann würde ich jetzt erstmal auf ein Kohlekraftwerk zurückgreifen und dann später im Verlauf andere Energiequellen nutzen, die ein wenig sauberer sind. Und Wasser ist auch dringend notwendig, insofern würde ich jetzt erstmal eine Wasserstation hier hinbauen und einen Abwasserkanal hier. Das, was sehr wichtig ist, dass man sieht ja hier immer den Verlauf von dem Wasser, dass das frische Wasser möglichst oberhalb des Verlaufes rausgesaugt wird und das Dreckwasser möglichst unterhalb, weil sonst würde man halt quasi seinen eigenen Dreck in die Stadt pumpen und das ist ja auch eher suboptimal. Um die Gebäude dann mit Wasser zu verbinden, baut man dann einfach kleine Kanälchen. So. So. Ich versuche jetzt einfach schon mal ein bisschen großzügig das alles abzudenken, beim späteren Verlauf wird man die ganze Fläche auch füllen und dann hat man das schon mal erledigt. Man muss sich keine Gedanken machen. So, einmal das Quadrat. Allerdings sollte man auch ein bisschen darauf achten, dass man die Fläche gut ausnutzt, weil die ganzen Wasserleitungen scheinen auch Geld zu kosten. Und ich mache das jetzt einfach hier so spiralförmig. Ist nicht schön, aber füllt alles gut aus und man hat keine doppelten Leitungen. Und man kann das ja sicherlich im Verlauf des Spiels schöner machen. Diese ganzen Sachen müssen auch an das Wassernetz angeschlossen werden. Gut, jetzt fehlt natürlich überall Strom. Insofern muss ich jetzt erstmal ein paar Stromleitungen ziehen. Einmal so. Das reicht auch, wenn das einfach in diesen blauen Feldern drin ist. Wenn das in diesem blauen Feld drin ist, das ist der Strombereich. Wenn man da das anschließt, dann ist das schon vollkommen ausreichend. Und jetzt noch einmal das Abwasser. Einmal nach hier hinten. Wunderbar. Gut. Und ja, am Anfang ist Wohngebiete sind gefragt und würde ich sagen, bauen wir erstmal ein paar Wohngebiete, damit wir auch unsere ersten Bewohner haben. Am Anfang hat man ja leider nur die Möglichkeit, gering besiedelte Wohngebiete zu machen. Wir bauen jetzt erstmal ein paar hier hin. So, machen wir mal hier. Und hier unten sieht man ja auch ganz genau, was der Bedarf ist. Also im Moment haben wir wirklich nur Bedarf nach Einwohnern. Insofern versuchen wir erstmal diesen Bedarf zu befriedigen. Die Einwohner werden später auch Schulen einfordern und eine Gesundheitsversorgung haben wollen und Polizei und Feuerwehr. Das kennt man ja so ein bisschen aus SimCity. Nur, dass ich finde, dass es hier alles ein bisschen besser zu lösen ist oder zu stillen ist, diese Bedürfnisse. Das hatte man ja bei SimCity nicht immer unbedingt. Und ich werde jetzt erstmal noch einen Schluck Tee nehmen. Man sieht jetzt auch schon, die ersten Gebäude werden gebaut. Und ja, wir haben bis jetzt immer noch nur Bedürfnisse nach Wohngebieten. Insofern bauen wir jetzt einfach mal munter weiter. Und ich zoome mal nochmal ein bisschen raus, damit man das halt ein bisschen auch besser bauen kann. Und das mag ich auch so bei so Städtebausimulationen. Man sieht halt, man macht was und man sieht halt direkt, da wird was gebaut, da ziehen Leute ein und kleine Häuser entstehen. Haben sie Stromprobleme? Ach, oh, wir haben die Wohngebiete noch gar nicht verbunden, ist ja klar. Insofern werden wir jetzt nochmal eine Stromlinie rüberziehen. Die sollen ja auch Strom haben können. Nicht genügend Geld. Ups. Was ist da passiert? Gut, dann würde ich jetzt erstmal weiter Wohngebiete bauen und weil jede von diesen bebauten Flächen hat quasi wie ein Stromfeld um sich herum und da springt dann der Strom automatisch rüber und man braucht halt nicht diese Stromlinien. Das kann man auch gut machen, wenn man, wie ich gerade am Anfang, ein bisschen blöd gebaut hat und das Geld aus den Augen verloren hat. Weil wenn es einmal übergesprungen ist, dann haben auch alle Strom und ich gucke mal direkt, ob auch schon überall Strom ist. Ja, wunderbar. Hier sieht man, das ist übergesprungen und jetzt haben auch, oder sollten zumindest alle Strom haben. Und ja, es wird alles blau. Und blau ist in diesem Spiel immer ein gutes Zeichen. Und ich werde jetzt erstmal munter weiterbauen, damit wir auch irgendwie erstmal Geld reinbekommen. Denn ohne Einwohner haben wir keine Steuern und ohne Steuern haben wir keine Einnahmen. Oh, ist auch schon jetzt Bedarf nach Gewerbe. Dann werden wir mal hier hinten ein bisschen Gewerbe hinbauen. Dann nehme ich nur hier vorne mal die Wohngebiete nochmal weg, damit das halt ein einheitliches Gewerbegebiet ist. Ach so, werden eh zwei gebaut, aber gut, auch egal.
Der Bedarf nach Gewerbegebieten ist jetzt auf einmal relativ hoch. Insofern würde ich sagen, bauen wir erstmal Gewerbegebiete und gleich auch noch ein wenig Industrie, damit erstmal alle Bedürfnisse befriedigt sind und ja, die Stadt wächst und unsere Steuereinnahmen hoffentlich auch bald ansteigen werden, denn im Moment haben wir noch minus 1135 und das ist ja nicht gerade sehr gut als Bilanz auf Dauer. Von daher bauen, bauen, bauen und hoffen, dass auch gleich das Geld fließt. So, dann mal ein wenig von Industrie hier hinten dran. Und ich werde auch gleich, glaube ich, nochmal ein wenig die Grafikeinstellungen nach oben schrauben, damit man auch die ganzen schönen Details sieht, die man sehen möchte. Weil das macht ja auch gerade so eine Städtebausimulation aus. Dann habe ich es lieber ein bisschen hackeliger beim Zoomen und beim Scrollen. Habt aber für die ganzen Details, die ich sehen möchte. So, da hinten wird schon die erste Industrie gebaut. So. Nachfrage ist nach wie vor immer noch relativ hoch, insofern bauen wir jetzt erstmal weiter. Und ja, wenn das denn wieder Wohngebiete gefragt sind, dann können wir wieder umschwenken und notfalls neue Straßen bauen. Und in meinem Probespiel habe ich schon gemerkt, dass die Industrie relativ viel Verkehr erzeugt. Insofern werden wir da am Anfang, glaube ich, ein bisschen Probleme bekommen wahrscheinlich, weil wir hier das Industriegebiet ja nur durch diese eine Straße angebunden haben. Aber da werden wir dann auch auf Dauer eine Lösung finden, denke ich. Und ich baue jetzt erstmal munter weiter Industriegebiete. Wir haben ja Zeit und wir haben auch noch Fläche. Und das ist ja auch das Schöne, dass man bei so einer Simulation am Anfang immer ganz klein anfängt, sich langsam hocharbeiten muss und dann am Ende fließt das Geld und man kann halt auch schönere Projekte umsetzen, die am Anfang noch nicht möglich sind, was ja hier auch natürlich noch ist, weil halt auch noch nicht so viele Gebäudemöglichkeiten da sind. Die Industrie wird jetzt am Anfang auch noch relativ viel an Verschmutzung verursachen. Da müssen wir jetzt am Anfang durch. Ich werde dann im Verlauf des Spiels wahrscheinlich die Industrieflächen eher durch Büroflächen ersetzen und genau, aber am Anfang haben wir halt nur die paar Sachen und ja, die Bilanz wird schon besser, wir sind schon kurz vorm positiven Bereich, also sind noch 261, die Einwohnerzahl ist schon auf 271 angestiegen und ja, wir können ja mal gucken, wie der Verkehr so ist. Ach, ist das schön. Unsere ersten Bewohner sind da. Und man sieht halt auch alles schön animiert. Unsere kleinen Leutchen, die Autos, die hier parken. Und das ist halt echt ein Vorteil, den man gegenüber SimCity hat, dass wirklich jeder Bewohner ein einzelnes Leben führt quasi und gesteuert wird und auch zu einem richtigen Arbeitsplatz fährt. Das war halt bei SimCity nicht so. Das ist doch wunderbar. Ich finde es auch manchmal ganz nett, einfach mal zu gucken, was so passiert in unserer kleinen Stadt. Es ist ja im Moment eher noch ein kleines Dorf mit 300 Einwohnern, aber man sieht, die Bauaktivität ist hoch. Und es werden sicherlich im Laufe des Spiels auch noch viele mehr werden. Unsere Finanzsituation ist immer noch ziemlich schlecht mit minus 10. Ich hoffe mal, dass das jetzt langsam in den Plusbereich gerät, wenn jetzt mehr Leute zu uns einziehen. Aber gut. Wir sind im Plus, wir sind im Plus, wir sind im Plus mit 11, 11, 11, 11. Was sind das denn? Euro, Dollar? Ich weiß es nicht. 11 Geldeinheiten. Und die Einwohner. Die Einwohner ziehen zu uns. Jetzt sind wir schon bei knapp 350. Ja, das ist eine gute Entwicklung. Da würde ich mal sagen, beenden wir diese Folge von Let's Play. Wir werden jetzt in der nächsten Folge weiter die Sachen ausbauen, hoffentlich bald eine höhere Stufe erreichen, weil desto mehr Einwohner man erreicht, desto höher wird auch die Stufe der Stadt und man kriegt neue Gebäude und kann auch einfach mehr machen. Man kann halt den Verkehr ausbauen, man kann die Wirtschaft ausbauen, man kann das Gewerbe stärken, man kriegt neue Flächen hinzu. Insofern sage ich erstmal Tschüss für heute, vielen Dank fürs Zuschauen bei meinem kleinen Let's Play und ja, das freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, zugeschaut habt und beim nächsten Mal geht's dann weiter und bis dahin, tschüss!